Weiter zu den Würfen. Wir hatten eben gerade folgendes Beispiel, deswegen habe ich nämlich wieder 10 Meter Fallhöhe genommen. Bei 10 Meter und V0 ist 0, also ich lasse es einfach bloß den Gegenstand fallen, hatten wir ausgerechnet, hat er rund 14 Meter pro Sekunde drauf. Und wir brauchen ungefähr 1,4 Sekunden Zeit. Ne, Wurzel aus 2 Sekunden brauchen wir für diese Höhe. So, und jetzt der waagerechte Wurf, da muss man sich nochmal über Folgendes klar sein. Wir haben es eben nochmal im Experiment also gezeigt. Wenn ich zwei Gegenstände aus dieser Höhe, und zwar den einen nur fallen lasse und dem anderen einen Vorwärtsschubs gebe, dann klack macht es und beide kommen gleichzeitig auf. Heißt also, bevor wir die Formel aus dem Tafelwerk nehmen, sollte man es darüber klar sein. Wenn ich wissen will, wie weit kommt das Ding, und zwar von hier bis hier, wie weit das geht hier, brauche ich bloß eins, ich brauche bloß die Zeit auszurechnen. Und eins muss ich natürlich gegeben haben, die Vorwärtsgeschwindigkeit. Ich schreibe mal V vorwärts ran, dann sieht man es besser. Dann kann ich sagen, wenn ich die Zeit weiß, wie lange es dauert, nämlich 1,4 Sekunden ungefähr, bis das Ding unten ist, dann ist das rote Ding, es fängt nämlich auch an zu fallen, obwohl sich es vorwärts bewegt, auch unten. Und wenn das 1,4 Sekunden Zeit hat, dann hat es für diesen Geschwindigkeit, die es schon vorwärts hat, lass die meinetwegen 2 Meter pro Sekunde sein, dann hat es die Zeit, nämlich 1,4 Sekunden, und kann sich mit 2 Meter pro Sekunde vorwärts bewegen und ist dann auch da. Ich kann also die Strecken und alles Mögliche ausrechnen. Aber gucken wir uns mal die Formel im Tafelwerk an und mal sehen, wie man damit umgehen kann. Also nochmal jetzt hier, wenn ich sage, ich will wissen, wie weit das ist, wie weit kommt mein roter Gegenstand, dann ist es leicht, weil es die Vorwärtsgeschwindigkeit eine unbeschleunigte Bewegung ist. Kann ich sagen, V ist S durch T und dann geht das ganz leicht. V ist also S durch T. Ich kann umstellen und kann sagen, naja, ich will S raus haben, also mal T. Und V mal T ist dann mein S vorwärts. Dann habe ich das. Das geht ganz leicht. Hier V 2 Meter pro Sekunde. Und das Ganze mal 1,4, ich mach's mal glatt, 1,4 Sekunde habe ich S vorwärts. Das ist gar nicht mehr so schwer. Die Sekunden kürzen sich raus und das sind 2,8 Meter, die mein Gegenstand lediglich vorwärts sich bewegen kann. Ab dann, bumm, ist er unten und kann sich nicht mehr vorwärts bewegen. Ich nehme also die Fallzeit, weil ich weiß, die fallen trotzdem beide gleich schnell, obwohl sich das eine Ding vorwärts bewegt. Immer waagerechter Wurf, nicht schräg nach oben, ne? Also das nicht. Kann also die Fallzeit hier schnappen und kann dann einfach einsetzen. Das wäre kein Problem. Und jetzt zur Formel aus der Formelsammlung. Gut, jetzt haben wir uns mal aus der Formelsammlung diese ganzen Wegzeit gesetzt, Geschwindigkeitszeit gesetzt und die Formel für die Wurfparabel hingeschrieben und haben das mal analysiert. Man sollte sich bei der ganzen Sache merken, das hier, das ist sozusagen unser S vorwärts. S waagerecht, könnte man auch sagen. V0 ist unsere Vorwärtsgeschwindigkeit. V vorwärts. Ne? Wenn man das weiß, T ist klar. Und Y ist gar nicht so schlimm, das ist die Höhe. Dann erklärt sich der Rest letzten Endes von selber. Achtung, das Minus hier, das ist nicht schlimm. Wir wissen, es geht bergab. Also nicht bergab, sondern wir werfen etwas hinunter, daher auch das Minus. Ne, nochmal erinnert, Y-Richtung geht positiv nach oben. Wenn ich aber was von oben fallen lasse, kriege ich negative Werte raus. Davon kommt das Minus. So, jetzt dürfte es nicht mehr so schlimm sein. Aber warum heißt das ganze Ding Wurfparabel? Y ist gleich minus g durch 2 mal V0 Quadrat mal x Quadrat. Was hat das mit der Wurfparabel zu tun? Bloß nochmal gefragt. Und wenn wir uns hier diese Wurfparabel nochmal schnappen, also wenn ich jetzt sage, hier, das geht um das Ding hier. Warum Wurfparabel? Naja, weil es eine parabelförmige Bahn beschreibt, das Ding, was ich da hinabwerfe. Aber wenn ich mich mal erinnere an typische Parabelformen, f von x ist gleich, beziehungsweise ich schreibe nicht f von x, sondern ich schreibe y ist gleich, was in diesem Fall gleichbedeutend ist. Minus 3 halbe x Quadrat. Ja, dann ist das eine Parabel, die entsprechend in diesem Fall nach unten gerichtet und gestreckt ist. Daher kommt das.
Also das ist gar nicht so schlimm. Das ist nur ein dummes Beispiel. Das G und das V0-Quadrat, das macht uns hier die Sache scheinbar ein bisschen schwieriger, ist es aber gar nicht. Das sind im Allgemeinen fest vorgegebene oder leicht zu berechnende Werte, das hier. Das sieht bloß nur so schlimm aus. Ich kriege dann hier reine Zahlen raus und es wird sich hier auch alles Mögliche so weit kürzen, dass ich da keine Bange mehr vorhaben muss und kriege das dann alles hin. Gibt es dazu Fragen? Wir machen nochmal ein Schreibbeispiel für diese Formel hier und setzen mal ein, also V0 waren 2 Meter pro Sekunde und G natürlich, nehmen wir glatt, in diesem Fall 10 Meter pro Quadratsekunde. Richtig mit Einheiten und allem drum und dran, alles richtig einsetzen und dann mal sehen, ob wir das rauskriegen. Ach so, ja, x Quadrat, müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber das waren x 2,8 Meter. Für x können wir ja s vorwärts sagen, ne? Das ist also nicht so schlimm. Also Beispiel, das war hier ein Parabelbeispiel, das lösche ich jetzt mal wieder raus. Parabelformeln kennen wir genug. Jetzt mal hier konkret einsetzen. So, ich habe das jetzt mal farbig gemacht, damit es besser auffällt, was ich eingesetzt habe. Und habe hier unten V0 Quadrat mal als 2 Meter pro Sekunde mal 2 Meter pro Sekunde geschrieben. Durch ist mal, ne? Wenn ich hier sage 5 durch 3 Siebtel, 5 durch 3 durch 7 nochmal, heißt das, ich kann das Siebtel mir hier unten sparen und mit hier oben hinschreiben. Deswegen ist Meter pro Sekunde die Sekunde mit da oben hingerutscht. Ich wollte es jetzt nicht gleich quadrieren, sondern mal zeigen, wie man notfalls auch mit dem Quadrat so arbeiten kann. So, das heißt also, jetzt können wir gucken, ob hier was zu kürzen ist. Dieses Meter und dieses Meter, die beiden, kann ich gegen das Quadratmeter kürzen. Das fällt weg. In Auberginen, diese und diese Sekunde gegen die Quadratsekunde. Die 10 und die 2, das können wir auch gleich mal machen, da haben wir überhaupt keinen Bruch mehr. Dann habe ich hier eine 1 und hier eine 5 stehen. Und 2,8 muss ich noch quadrieren. Das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist das hier, das Meter. Und wir wollen ja auch entsprechend Meter raus haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt. Also, vielleicht klappt das ja. Jetzt habe ich vergessen, hier was rauszukürzen, ne? Hier war noch eine 2 übrig. Und noch eine 2 übrig. Und jetzt kommen wir nämlich auch wieder hin. Dann ist das noch 1,25 und das mal 2,8 zum Quadrat. Jetzt müssten wir hinkommen. Oh, Sie haben Ihr Ziel erreicht, haben wir gerade gehört. Y ist dann, also da wir uns jetzt hier oben mit den Kommata nicht abgegeben haben, sondern sehr glatt gerechnet haben, minus 9,8 Meter. Wir haben nämlich hier noch vergessen, uns die Zweien rauszukürzen. Ne? Daher kommt das. Gut. Hey, immer mal ruhig. Gut, also entspricht unseren 10 Meter.